Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinig Zeitgedanken. Wir sind am 21. November 2023 angekommen. Es ist Ziehstück Dienstag und ich freue mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben, wenn wir Losung und Lehrtext miteinander anschauen. Da heißt es im Alten Testament: Bis hierher hat uns der Herr geholfen, aus dem ersten Samuel-Buch. Hier dieser Vers ist aus dem Kontext genommen. Mit den Unruhen der Philister, das Volk Israel war abgefallen, die Baals-Götter, der Kult dominierte und Samuel machte ganz klar deutlich, dass sie auf dem falschen Wege sind und dass sie Buße tun müssten. Sie tun es auch tatsächlich, sie gehen in Sack und Asche, sie wollen sich verändern, sie nehmen diese ganzen Götzen und werfen sie raus und beten dann zu Gott und dann passiert es, dass er ihnen, als die Philister anrücken, hilft und sie zu einem Sieg führt. Das heißt, die Philister können dann diesem Volk Israel nichts anhaben. Und dann in diesem Augenblick baut Samuel ein kleines Denkmal aus Steinen und spricht dann diesen Satz: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Also er errichtet ein Dankeschön, ein Denkmal, dass wir es nicht vergessen sollten in der Natur. Ein wunderschöner Brauch. Wir machen das ja auch manchmal, dass wir hier und dort einen Stein aufrichten oder uns verewigen irgendwo in einer Rinde, dass wir sagen, jawohl, hier hat uns etwas ganz besonders angerührt, dass wir uns natürlich mit einem Stein begnügen sollten und nicht die Bäume ritzen sollten. Das versteht sich von selbst. Ja, hier ist also etwas Großartiges geschehen. Hier ist das Volk tatsächlich in die Buße gegangen und hat sich verwandeln lassen von Gott und hat gesagt, ja, wir sind auf dem verkehrten Weg. Und das vermisse ich heute noch in unserer großen Gesellschaft. Es wird vieles angeprangert, die Politiker werden angeprangert, die Korruption wird angeprangert. Aber wo bitteschön bleibt doch die Einsicht in das eigene Leben, dass wir ja mitgeholfen haben, dass so ein Regime überhaupt existieren kann. Und dass sich ein Regime so bedienen kann und alle demokratischen Regeln außer Kraft gesetzt hat. Und wir haben bis hierher immer nur genickt und gesagt, ja, macht nur, ihr wisst ja schon, wo es lang geht. Also es wäre auch für uns ganz, ganz wichtig, dass wir genau dies tun würden, was das Volk Israel hier unter der Anweisung von Samuel tut, nämlich umkehren, Buße üben und dann Gott bitten, er möge es richten. Wie eindrucksvoll wäre es, wenn uns das heute gelingen würde, wenn wir heute so zusammenstehend Gott bitten würden und sagen würden, wir wollen uns verändern, aber bitte hilf uns. Ich glaube, der Spuk wäre ganz schnell vorüber. Kommen wir zum Lehrtext. Paulus sprach: Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge. Paulus sitzt im Gefängnis und er wollte sich ja vor dem Kaiser aussprechen, er wollte dort Zeugnis ablegen und dann kommt König Agrippa und verhört ihn im Gefängnis und er hört ihm lange zu und da sagt dann Paulus in seiner ganzen Verteidigungsrede: Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge. Und am Ende kommen die ganz großen Worte von dem König Agrippa über die Lippen: Es braucht nicht viel, dann machst du mich auch noch zu einem Christen, zu einem Glaubenden. Ja, und er findet keine Schuld an diesem Paulus, und wenn sich Paulus nicht auf das römische Staatsbürgerrecht berufen hätte, dann könnte er freigelassen werden. So hat er aber natürlich davon Gebrauch gemacht, vor den Kaiser zu kommen, und dann muss er also tatsächlich noch nach Rom. Aber auch hier wieder ganz klar und deutlich, wie Paulus hinsteht und sagt: Ich habe Gottes Hilfe erfahren bis zum heutigen Tag. Es ist also auch wieder wie bei dem Samuel-Buch ein Zeugnis geben davon, dass Gott einem geholfen hat. Und damals war Samuel derjenige, der die Steine aufrichtete und sagte: Ich möchte diese Erinnerung für die Nachkommenschaft auch aufrichten, dass uns Gott geholfen hat und dass wir nicht aus eigener Kraft herausgekommen sind. Und auch hier Paulus sagt ganz eindeutig vor dem König Agrippa: Es ist nicht sein Werk, es ist nicht sein großes Können, sondern Gott hat ihn bis hierher geholfen.
Mögen uns diese beiden Worte doch wieder ermutigen, mehr in das Richtige hineinzuschauen und auch zu glauben und zu erfahren, wer hier wirklich hilft. Nicht wir sind die großen Macher der Geschichte, sondern es wird gelingen. Jedes Umkehren ist notwendig und es wird gelingen, wenn wir Gott wieder ins Boot holen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Ziehstieg und vor allem werden Sie gesund. Bleiben Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder rein und verteilen Sie diesen Stream, damit viele diesen Weg wieder erkennen, erfahren und dass wir diesen Spuk in unserer Zeit mit Gottes Hilfe endlich beenden können. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini hier aus den Zeitgedanken aus Appenzell Innerrhoden. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da noch Frieden war und diese Welt wirklich Leben war. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.